Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Video zu Battlefield 5. Update 6.2 ist draußen, das Waffenbalancing-Update ist sozusagen endlich gekommen. Ob das jetzt tatsächlich alles gebalanced und gefixt hat, weiß ich an der Stelle noch nicht. Es gibt noch einige Waffen, wo ich sagen würde, die würde ich gerne vorher nochmal ein bisschen testen, bevor ich da jetzt irgendwie sagen kann, perfekt, Battlefield ist jetzt top, jetzt macht's wieder richtig Bock. Hallo da. Panzer nähert sich. Oh, no, 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 no. Get the fuck out of here! Aber ich glaube, bis jetzt so ist der Weg auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Aber diesmal werden wir jetzt erstmal ein bisschen über das Tank Customization System sprechen, das mit dem letzten Patch jetzt 6.2 ins Spiel gekommen ist. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt eintauchen und uns das Menü mal so ein bisschen genauer anschauen und was man da jetzt alles einstellen kann und so weiter, würde ich von euch gerne mal wissen, wie ihr so generell die Preispolitik von Battlefield findet. Ist das so mit den Sachen, die man, also diese Cosmetics, die wir zum Beispiel mit Company Coins kaufen können, die wir mit Boins kaufen können, findet ihr das fair? Also diese Preisgestaltung der Skins und Cosmetics für Company Coins und der mit Boins? Oder würdet ihr sagen, ja nee, das ist eigentlich viel zu teuer, also beides ist zu teuer und das sollte irgendwie angepasst werden? Get the fuck down from there! Oder würdet ihr sagen, die Boins sind okay und die Company-Coin-Kosten sind zu hoch oder andersrum? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren, wie ihr die Preispolitik findet. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an und gehen ins Menü rein. So, hier seht ihr schon den Panzer 4, den habe ich als Beispiel einfach mal genommen. Jetzt haben wir hier drei Auswahlmöglichkeiten. Wir haben jetzt hier einmal oben links in der Anpassung den Skin sozusagen, die Lackierung des Panzers. Wir haben jetzt hier einmal Skorpion ausgewählt. Es gibt halt noch das ganz normale. Zitadelle haben wir da noch. Dann sind noch zwei da, die nicht freigeschaltet sind. Bei mir zumindest. Wacht am Rhein, muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch ziemlich gerne noch. Werde ich mir definitiv auf jeden Fall noch holen. Ja, und das Ganze kann man dann halt einmal mit der Geschützoptik kombinieren. Da hat man dann jetzt auch wieder so ein paar Features, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel auch mit Company Coins kaufbar sind. Da seht ihr dann auch immer, wie viel die kosten. Also entweder Company Coins oder Boins. Ja, die machen jetzt nicht, wer weiß wie viel her. Die grauen Dinger sowieso nicht. Die grünen sind schon ein bisschen mehr. Die blauen auch schon eher. Wobei, da ist jetzt auch schon wieder sich jeder darüber am Beschweren von wegen, ja, toll, jetzt haben wir hier nach anderthalb Jahren nur Sandsäcke bekommen. Freunde, ich denke, da wird noch einiges mehr kommen. Und ich habe auch einen kleinen Leak, den ich euch am Ende noch zeigen werde, wie das Ganze dann nochmal aussieht, wenn dann ein episches Feature bzw. ein epischer Tank-Skin rauskommen wird, den man dann auf seinen Panzern machen kann. Und ja, wie gesagt, also ihr habt die Geschützoptik, ihr habt dann noch die Ummantelung bzw. die Charges-Optik und ja, das könnt ihr dann alles kombinieren, indem ihr dann zum Beispiel wenn ihr dann den Geschützturm angepasst habt und ihr habt dann noch die Chassis bzw. die Ummantelung gemacht, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ihr gebt dem Ganzen nochmal einen separaten Skin. Das heißt, die sind unabhängig voneinander. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier gerade den Tiger-Skin von The Last Tiger, den man dann halt in der Kampagne freischalten kann. Und den kann man beispielsweise jetzt auch mit einem anderen Skin versehen. Das werdet ihr gleich sehen. Hier zum Beispiel könnt ihr dem Ganzen auch sagen, wir nehmen den Standard-Skin oder den unter dem Last Tiger oder zum Beispiel auch mit dem Hinterhalts-Skin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, mit dem Hinterhalts-Skin sieht das Ganze doch nochmal ein bisschen cooler aus, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wie würdet ihr am liebsten euren Panzer ausstatten, dass er so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, gepanzert aussieht oder vielleicht eher so in Richtung Hinterhalt, dass man sagen kann, man kann sich mit dem, wenn da zum Beispiel Blätter drauf sein sollten, wenn es das irgendwann gibt, dass man sich dann irgendwie in Gebüschen versteckt oder zwischen Gebüschen bei Bäumen, dass man schwer zu sehen ist und dann aus dem Hinterhalt quasi angreifen kann. Ich denke, gerade auf diesen neuen Pacific Maps wäre das ein ziemlich cooles Feature und sehr nützlich vor allen Dingen. Und natürlich auf Panzerstorm an manchen Stellen, wie zum Beispiel bei dem Punkt C, glaube ich, müsste das sein. Wenn man beispielsweise Eroberung spielt und so. Ist auf jeden Fall cool. Und hier seht ihr dann auch nochmal den Sherman-Skin, den wir quasi geschenkt bekommen haben mit dem Coming-Soon-Skin. Nachdem das Ganze jetzt schon so lange gedauert hat, das war echt heftig. Ihr habt gesehen, Freunde, man kann den Panzer auf sehr individuelle Weise anpassen. Das heißt, man muss zum Beispiel auch nicht immer mit einem Skin-Typ gehen, sondern kann halt auch kombinieren. Wie wir das gerade eben zum Beispiel mit dem Last Tiger-Skin gemacht haben, man kann ihm auch einfach eine Hinterhaltfarbe geben. Oder zum Beispiel oben Sandsäcke drauf machen und unten Blätter. Je nachdem, wie man das dann haben will. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, was ich begrüße. Ich hatte schon die Befürchtung, dass man beispielsweise nur innerhalb eines Skins
die Anpassung machen kann, aber dass man das alles variieren und anders kombinieren kann, gibt dem Ganzen doch schon wieder einen riesengroßen Mehrwert an der Stelle. Und da sich ja schon wieder einige Leute beschwert haben von wegen, ach ja toll, jetzt hier haben wir nur Sandsäcke und so, bla bla, ist ja alles scheiße. Nein Leute, wir werden nicht nur Sandsäcke bekommen, sondern wir werden auch schönere Sachen bekommen, richtig coole Features sogar. Und zwar hat der Meister Leaker Temporal wieder ganze Arbeit geleistet. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal hier einblenden. Sieht das nicht geil aus, Freunde? Und das Schönste an der ganzen Sache ist, das passt sich der Map an. Das heißt, jetzt habt ihr beispielsweise so eine Art Winterlackierung drauf, deshalb sind das auch so Tannennadeln bzw. Äste von einem Tannenbaum. Wenn das zum Beispiel auf einer normalen Map ist, wie Panzersturm, dann habt ihr zum Beispiel ganz normale Blätter drauf. Das heißt, die Tarnung der Blätter passt sich der Map an. Ist das nicht geil? Allerdings muss man an der Stelle dazu sagen, dass nicht immer alles, was von Temporal geleakt wurde, auch veröffentlicht wird. Nicht immer. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das sehr viel Sinn macht, weil dieses Feature halt auch sozusagen mit dem neuen Patch 6.2 ins Spiel gefunden hat und daher konnte er das überhaupt erst leaken. Deswegen wäre es meiner Meinung nach Quatsch, sowas mit ins Spiel zu implementieren beziehungsweise in einem Patch mit ins Spiel zu bringen, wenn es dann am Ende doch nicht kommen sollte. Freunde, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in Battlefield. Macht's gut, bis dann und rein. Ciao, ciao.